Sichere Verbindung hergestellt. Hier spricht der Aufseher. Wir können offen reden, Agent. Ich übermittle euch eure Befehle. Ich bin bereit, Sir. Wie lautet der Auftrag? In einem Wort? Umsturz. Ihr wurdet aufgrund eurer überragenden Leistung während des Trainings für diesen Auftrag ausgewählt. Der imperiale Geheimdienst braucht Leute, die unabhängig arbeiten können. Jetzt werdet ihr das im Training Erlernte im Ernstfall einsetzen. Nemro der Hutte und seine Organisation haben das Sagen in Jiguna. Eure Aufgabe ist es, Nemro davon zu überzeugen, dem Imperium zu dienen. Verstanden. Wie gehe ich vor? Wir müssen wissen, was Nemro und seine Berater denken, bevor wir handeln können. Ich möchte, dass ihr euch Zugang zum inneren Kreis von Nemros Clan verschafft. Ihr werdet eine Tarnung brauchen. Einer unserer Kontakte, ein Fremdling namens Jake, hat einen Hintergrund für euch vorbereitet und wird euch mit den Details versorgen. Wo kann ich ihn finden? Jake erwartet euch in einem Unterschlupf. Findet ihn, nehmt, was er euch anbietet und meldet euch bei mir zurück. Können wir diesem Kontakt wirklich trauen? Jake wird uns nicht betrügen. Ob er seine Aufgabe auch zufriedenstellend erledigen kann, ist eine andere Sache. Ich würde mir eher um die restliche Bevölkerung Sorgen machen. Der Großteil von Jiguna ist in Revierstreitigkeiten verwickelt. Einige der beteiligten Banden gehören zu den Hutten, andere sind unabhängig. Euer Kampftraining wird euch sicher weiterhelfen, aber rechnet mit Brutalität und damit, dass man euch ins Visier nimmt. Jiguna heißt Fremde nicht willkommen. Und jetzt sucht Jake auf und erstattet mir danach Bericht. Aufseher, Ende. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Oh, ich liebe es, immer einen neuen Charakter zu starten. Interface Editor erweitert, laden, danke. So, ich mag es einfach, einen Charakter zu erstellen und den dann einfach zu spielen. Oh, ich mag das. Und ihr seht, der Name ist Nishik. Schneller ausgesprochen, Nishik. So. So, ein bisschen Buff drauf. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu unserem Kollegen. So. Acrodo Normalis. Smogas Total Gisbaba Abiatai. Wie kommt es, dass ein Fremdling auf Hutter für das Imperium arbeitet? Adra Vimos Brandimus Prostis Kad Atveritag. Vataranai Angomis Akananon Alas Protas Era. Gratai Aptikti Irprit Vertini Savasia Savebe Kaijis. Was muss ich tun? Adra vimos brandimus prostis cad adveritag. Vataranai angomis acananorm, alas protas era. Was für eine Störung? Acrodo normalis, smogas total gis bavo apiatai. Gratai aptikti, irprit virtini savasia savebe caigis. Dann lasst uns das schnell und leise angehen. Acrodo normalis, smogas total gis bavo apiatai. Vataranai angomis acananorm, alas protas era. Ah, er hat aufgehört. Sehr gut. So. Ich
So, Stufe 2. Sind hier noch welche? Da sind noch welche. Headshot. Ich check das nicht mit den Punkten bisher. Okay. Ah, macht er das aber nur auf der zweiten Taste? Okay. Muss man aber auch erstmal lernen hier. Wollte er direkt da jetzt sein? Krass, ey. Okay. Das ist nice. Cooles Feature. Auf jeden Fall nice gemacht. Also, da muss man den ja jetzt mal lassen. Das mit dem Entdeckung gehen ist schon schön gelöst, ne? Ein bisschen was gemacht. Heißt sogar die Entdeckung gegen die Fertigkeit. Wir schießen mal kurz hier noch ein paar Leute. Das ist echt cool. Das hockt sich einfach nur dahin. Krass. Gefällt mir. Finde ich gut. Nice. Ja. Das kann echt was Gutes werden hier. Ah.
coole, runde Geschichte. Mögt ihr es auch so gerne, euch einen neuen Charakter zu erstellen und den hochzuspielen? Ich finde irgendwie, das ist immer so eins der geilsten Sachen, die es in MMOs immer gibt, ey. Ist das, was mir persönlich immer am meisten Spaß macht, wenn man sich einfach einen neuen Charakter hochspielt? So, gehen wir mal kurz zu unserem. Direkt hinter ihm. Oh Mann, ey. Oh, guck mal. Wir haben. Ziehen wir erstmal an. So. Alles klar. Können wir jetzt hier die Mission abgeben? Adra vimos brandimus prostis cad at veritag. Was genau sind das für Geschenke? Gratai aptikti, iruprit virtini savasia sa vebe caigis. Vataranai angomis acananorm, alas protas era. Jake, von diesem Punkt an hat die Sicherheit der Operation oberste Priorität. Ihr werdet uns nicht noch einmal von diesem Terminal aus kontaktieren. Smal sio pobudus mana ira padare mana nan kali. Wie ich es verstehe, habt ihr Jakes Fehler korrigiert. Wir werden nun fortfahren. Verstanden und bestätigt. Eure nächste Aufgabe besteht darin, Nemros inneren Kreis zu infiltrieren. Präsentiert euch dem Hutten als Verbrecher, die rote Klinge, und bietet ihm Jakes Geschenke an. Eines der Geschenke ist mit einem Abhörgerät versehen, mit dem wir die Gespräche in Nemros Palast überwachen werden. Wollt ihr etwas Bestimmtes erfahren? An diesem Punkt ist unser oberstes Ziel das Aufspüren von Schwachstellen in Nemros Organisation. Selbst wenn der Hutte sich uns nicht anschließt, können wir vielleicht seine Stellvertreter beeinflussen. Sprecht mit Nemro und seinen Männern. Findet heraus, wer angeworben und wer beeinflusst werden kann. Wir werden zuhören. In diesem Fall sollte ich aufpassen, was ich sage. Ich denke doch, dass meine Ohren alles verkraften können. Klinge. Passt auf, wie ihr euch ausdrückt. Wenn ihr im Huttenpalast seid, seid ihr kein Imperialer mehr. Kontaktiert mich von der Kantina aus, sobald Nemro seine Geschenke hat. Aufseher, Ende. Alles klar. Stufe 6. Läuft. So. Aber ich hol jetzt mal die Rüstung oder das Outfit von ihm hier, seine Waffe und alles Mögliche und melde mich dann in der nächsten Folge zurück mit einem leicht veränderten Kollegen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.